Boing, 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 boing. Ein fröhliches Miau. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkitect Sandbox-Modus, denn heute ist Freitag und Freitag ist Parkitect-Time. Ich kann heute nicht mit der Stimme so hochgehen, tut mir leid. Ja. Was machen wir heute? Heute machen wir was ganz Tolles. Nämlich die Wasser Foundation. Ja, inspired bei Aquanura, Katara, Dancing Fontaines und hast du nicht gesehen. Als so der geile Scheiß. Ja. Und es ist eine Baustelle, vor der ich mich sehr lange gedrückt habe, weil ich darauf keinen Bock hatte, weil ich gedacht habe, meine Fresse, das wird ein langwieriges, stressiges, nervtötendes Projekt. Da gab es ja auch schon erst einen Cut, weil ich die einfach hier in so einer Ringel-Ringel-Reihe gebaut habe und ich da so viele Versuche gebraucht habe, bis ich auf diese Lösung gekommen bin und die finale Lösung einfach vergessen habe aufzunehmen. Ja. So. Ne, ihr seht auch, wie das hier ganz lustig ist, wie ich da die Sachen hin und her verschiebe. Ganz toll. Ganz super. Ne? Und dann gibt es natürlich nicht nur die Sache um den Elefanten im Raum, den wir mal ganz kurz ansprechen müssen. Mensch, du, warum bist du nicht in deinem Let's Play Park? Also in Infernalo. Das liegt daran, dass ich mich allein aufs Bauen konzentrieren möchte und musste. Sieht cool aus mit so schneller Bewegung. Sieht geil aus. Das habe ich vorhin noch nie so gesehen. Das sieht richtig cool aus im Speedbild. Im Echt sieht es deutlich abgehackter aus. Das sieht geil aus. Nice. Aber der hier auf Bauen konzentrieren möchte und keinen Zeitdruck verspüren möchte, weil ich glaube, ich habe 3 Jahre Ingame-Zeit dafür gebraucht. Ja, könnte sein. 3 Jahre Ingame-Zeit. Könnte durchaus sein. Ja, bis mir dann so gefallen hat, wie es mir jetzt gefällt. Und ich keinen Zeitdruck haben möchte, weil wir natürlich, oder ich zumindest, mir die Ziele gesetzt haben, in den gelben Jahren immer irgendwas Neues zu bieten. Jetzt im Jahr 9 haben wir nichts Neues eröffnet, weil Vikings halt einfach, sagen wir mal so, zu zauerfressen von der Vikings-Themenbereich. Naja, egal. Ne? Und heute bauen wir halt die Wassershow, die mich extremst lange, wo ich mich extremst lange gegen gescheut habe, weil ich fand das echt sehr anstrengend. Ne, ich hatte sehr viel Zeit, brauchte ich dafür. Das hat auch länger gedauert als gedacht. Deswegen kam letzte Woche nur so ein kurzes Video, weil ich da schon hierfür vorbereitet habe und mir Sachen überlegt habe. Denn ihr seht, da oben jetzt ist Musik eingefügt worden. Ihr hört die gerade nicht. Das ist ganz cool, dann habt ihr gleich einen Überraschungseffekt, welche Musik ich da verwende. Copyright-frei für mich. Ja, also kann mir niemand anzeigen, das ist praktisch. Finde ich gut. Ne, und das ist auch ganz toll so. Und das ist echt eine anstrengende Katastrophe. Ihr seht ja, wie wenig Sekunden ich erst habe. Und, sag schon, wie lange das dauert, wirklich so Wasserfontänen halbwegs auf die Musik zu synchronisieren. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, die Show wird ungefähr 30 Sekunden lang sein. Ja, warum? Weil die Musik dann einfach zu Ende ist. Ja, weil man dieses kurze Musikstück, was ich genommen habe, ist ein Sample von einem meiner Lieder. Beispiel. Und das war 30 Sekunden lang. War dann zu Ende. Und das Neue, was daraus geworden ist, war für diese Show nicht geeignet. Da tut mir leid. Aber ich glaube, es ist ganz cool geworden. Das nächste Problem, was wir haben, was ich noch nicht so ganz bedacht habe, ist, was ihr vielleicht auch noch nicht so ganz seht oder noch nicht so ganz verstanden habt, ich sehe gerade oder ich baue gerade das Ganze aus der verkehrten Perspektive. Da hinten seht ihr ja die Tribüne im Bild. Ne? Und da werden ja das Publikum sitzen. Und ich habe nicht daran gedacht, dass die Show aus einer Perspektive, also aus der anderen Richtung, so komplett anders aussieht. Das ist natürlich extremst, extremst, extremst
ärgerlich und habt ihr gerade schönes Regenwetter gesehen. Ich hasse dieses Wetter, ich hasse es. Wie die Pest. Ja. Ne, das ist halt so, manchmal muss man das einfach mal sagen. So, ich habe auch schon 5 Minuten vollgelabert. Irgendwie bin ich heute nicht so in Motivation zum Quatschen, wahrscheinlich, weil es so anstrengend ist. Aber hey, für die, die jetzt gerne wissen wollen oder die schon wissen, wie die Show am Ende aussieht, könnt ihr entweder jetzt nach vorne spulen oder einfach in einer meiner Shorts-Videos reinschauen. Da habe ich das Endergebnis schon gezeigt. Ne? Genau. Ich glaube, das ist alles, was ich eigentlich sagen wollte hierzu, weil das Problem ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, kommentieren, was ich da baue, kann ich komplett knicken. Ihr seht ja, ich schiebe ja die ganze Zeit einfach hier nur die Effekte hier ringsherum, ne? Bei diesen da sind wir jetzt am Ende eigentlich der Show schon, ne? Zumindest von den Musikleitern, das sollen die Musikleiter sein, die einfach nur die Show begleiten. Ja, die ganze Zeit so ein bisschen bum 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 oder so. Ba, 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 bum. Ich kann das Lied nicht. Obwohl ich es so häufig gestern gehört habe. Auch. Ja, das ist eine Katastrophe von der Herren. Aber hey, aber hey, aber hey, aber hey. Sehr geil. Und da war wieder dieser Schwenk, fand ich sehr cool hier. So für die, die nicht so ganz verstanden haben, wie ich diese Schwenks mache. Hier die ganz kurze Erklärung, schnell und ruckzuck. Diese Schwenks entstehen dadurch, dass ich die Fontänen in einem sehr eng aufeinander, in unterschiedlichen Winkeln, wie so Stop-Motion, abspielen lasse und dadurch den Effekt entstehen lassen möchte, dass sie sich wirklich bewegen, was sie aber nicht tun können, weil es packt. So. Hier die nächste Fontänen-Effekt, der Plan war, dass es so aufsteigen soll und wieder abfallen soll, ob ich das geschafft habe, ja, geht, könnte ein bisschen flüssiger sein, aber ich habe wirklich mein Bestes umgesetzt, ne, auch da hinten dieser andere Scheibenwischer, nenne ich das einfach mal, ne, ich weiß nicht, warum nenne ich das Scheibenwischer, keine Ahnung, weil es wahrscheinlich Scheibenwischer-Bewegung ist, ja, Scheibenwischer, vom, hier, wenn man anderen bekloppt zeigt, ne, macht man hier den Scheibenwischer. Ne, daher vielleicht Scheibenwischer, wenn ich das jetzt einfach Dancing von Dates. Ne, dann natürlich noch hier ein bisschen Pyrotechnik, um das Ganze geiler zu machen, ist auch immer ganz wichtig. Feuerwerk, und hast nicht gesehen. Feuerwerk ist ein Problem, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht bedacht, denn bei Feuerwerk gucken alle hoch, sage ich aber gleich nochmal. Natürlich, Feuer ist ganz geil. Richtig heiß Nebel, kannst du knicken, kannst du lassen. Genau. Aber nicht nur das kommt noch. Ich glaube, was wir noch gleich sehen, ja, das kommt gleich noch. Da können wir noch gleich labern, weil aktuell bauen wir alles noch bei Helm und sind wir ganz ehrlich. Wasser, Fontänen-Shows im Helm ist der absolute. Boah, das sieht scheiße aus, ist langweilig, Katastrophe. Genau, das muss natürlich gleich alles mit dunkel und beleuchtet passieren, ne, sonst sieht's nicht. So, jetzt seht ihr gerade, wie ich hier diesen Ring, den ich vorhin gebaut habe, programmiere. Ne, da seht ihr, wie ich da oben in das immer größer, kleiner mache, das absolute Krebs, weil du kannst da nie eingehen, das heißt, du musst mit deiner ruhigen, zitternden Hand, die natürlich hier von links nach rechts über den ganzen Tisch wird da auf 0,01 genau sein, geplant, habe ich absolut geknickt, habe ich gesagt, wurscht, in Echtzeit auch nicht so 100% genau, wenn der eine größer oder kleiner ist, merkt eh kein Schwein. Ich habe sogar überlegt, ob ich eine Düse absichtlich einfach an einer Stelle mal auslassen soll, weil in Echt sind auch immer Düsen irgendwo kaputt. Oder irgendwie falsch, sind wir ehrlich, es ist so. Ja. Da achtet sonst auch kein Schwein drauf. Aber habe ich mal nicht gemacht, weil ich wollte gute Qualität bieten. Genau. So ist es und so bleibt. Jungs. Gleich haben wir das auf jeden Fall geschafft, meine ich. Natürlich jetzt wieder kürzer machen. Ne, das ist ganz wichtig. Und was halt mich noch immer extrem limitiert, weil ich vielleicht noch mal kurz sagen kann, ist,
Das kürzeste, was man im Parkeffekt als Effektlänge einstellen kann, ist 0,5 Sekunden, glaube ich. Also eine halbe Sekunde. Und das ist halt schon für solche Effekte, die ich hier verwende, extremst lange. Also die Hälfte wäre nochmal geil. Na, da ich wirklich einfach nur so, das war's. Und das war's. Und das war's. Nicht so lange. Dadurch kann man deutlich besser hier irgendwelche Sachen programmieren, aber hey, dadurch könnte man nämlich dieses Flüssige hinbekommen, weil ich dadurch deutlich schneller wischen könnte, also deutlich schneller hier die Animation ablaufen lasse. Könnte wäre deutlich schneller, aber wäre natürlich dann auch flüssig. Ne, genau. Ne, und da seht ihr jetzt schon die ersten Anfänge, wie das geht, und ich finde, auf dieser Geschwindigkeit erkennt man null, also wirklich null. Null, die Endeffekte Show. Klar erkennt man so ein paar Sachen, was wie programmiert ist. Ne? Wer gut ist, könnte sich da doch sicher ausmalen. Aber hey, was mich auch aufgeregt hat, sind wir ganz ehrlich, da habt ihr es gerade gesehen, wenn du die Effektdinger einbaust, dann nehmen wir eine gewisse Zeit, wie lange die da eingespeichert sind. Das Problem ist, die Zeit, die mir da angezeigt wird bei der Effektsteuerung, ist meistens kürzer, als wie die eigentlich in echt ist. Das ist absolut scheiße, um mal zu tarnen, wie lang das jetzt ist. Da musst du wirklich rechnen. Oh Gott. Mensch, das ärgert richtig, richtig, richtig. Das ist absolut nervig. Zudem ist mir auch noch ein Fehler passiert, den ich schon wieder vergessen habe. Aktuell seht ihr, dass der Effekt, Haupteffekt-Editor neben der Tribüne gerade steht. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, da ich vorhin gesagt habe, Mensch, hab das Ganze falsch rumgebaut, sieht so kacke aus. Aus der Besucherperspektive. Was machen wir also lösungstechnisch? Wir drehen das an 180 Grad. Jetzt fällt euch sicher auf, wait, dann ist doch der Effekt-Editor auf dem Wasser. Genau. Der bleibt auch einfach. Weil, ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock. Also wirklich null Bock, den ganzen Schwachsinn nochmal neu zu programmieren. Nee. Da ist meine Zeit mir zu kostbar. Da seht ihr es jetzt. Aus der Besucherperspektive sieht gar nicht so kacke aus jetzt im Nachhinein. Oder? Ach, sieht schon scheiße aus. Sieht schon scheiße aus, würde ich sagen. Ja, sieht schon kacke aus. So sieht geiler aus. So, jetzt Feuerwerk, so als Finale. Warum Feuerwerk als Finale? Ganz einfach, das Lied ist so abgehackt am Ende, dass ich irgendwie dieses Abhacken des Liedes irgendwie vertuschen muss. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, so ein Knall, also Boom, wäre geil. Also was machst du? Feuerwerk. Jetzt aber nicht so richtig geiles Feuerwerk, sondern einfach nur hochschießen und Ende im Gelände. Ja, einfach hochschießen Ende im Gelände und... weil ich da so viel mit Feuerwerk zum Ende hingearbeitet habe. Sogar. Ne, so ein Stress. So, jetzt kommt die nächste Sache namens Suchen für Lichter. Ne? Na, diese Spotlights suchen. Die heißen nicht Spotlights, die heißen, glaube ich, Lift Up oder so. Ne, auch hier Licht, alles wichtig. Seht ihr ja, wunderschön jetzt. Und jetzt werden die Lichter natürlich auch noch programmiert. Das geht relativ schnell, weil ich einfach gucken muss, wo die Fontäne angeht. Dann machen wir da das Licht an und dann wutsch, alles tutti frutti supi. Genau. Und damit sind wir auch jetzt schon gleich am Ende des sogenannten Speedbuilds. Das heißt, ich werde euch gleich nochmal live wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Tut mir leid, dass ich heute nicht so emotional bin, weil meine Stimme weh tut. Tut mir ehrlich leid. Ich wünsche euch dann jetzt hier viel Spaß mit meinem Zukunfts-Ich, für euch Vergangenheits-Ich und für mich auch Vergangenheits-Ich. Ne, Zukunfts-Ich für euch, Vergangenheits-Ich für mich, aber obwohl auch für euch Vergangenheit. Ach Gott, immer kompliziert. Da seht ihr, Effekt testen, ne, super. Haben wir das hier geschafft. Ne, sieht doch schon mal ganz geil aus in der Geschwindigkeit. Naja. Interessant, lustig. Also,
viel Spaß in der Weird Town. Wir müssen natürlich noch unsere Wasserfontänen-Show hier hin platzieren, ne? Ich hoffe, ich habe überhaupt das Geld. Das wäre natürlich bitter, wenn nicht. Wasserfontänen-Show. Nicht das falsch geschrieben, das richtig geschrieben. What? Ja. Gut, Jungs. Brauchen wir wohl ein kleines Kreditchen. Ne? Das Größte, was wir kriegen können am besten. So, also nochmal. Das müssen wir jetzt ganze drehen und hopp. So, dann lassen, let me have a look, bitte. So, lesen. Das bedeutet, nicht hier, sondern hier. Und das Kügelchen ist da, das heißt, das müsste richtig sein. Uff. So, wollen wir nochmal gucken, vergleichen, immer wichtig, ist immer gucken. Um zu vergleichen, das ist da, das ist da, das ist da, das ist da, das ist perfekt. So sieht das aus in meinem Park. Ne, hier habe ich leider einen Fehler gemacht, da schwebt jetzt ein bisschen. So sieht gut aus, so sieht super aus, ne, da kann man wunderbar gucken, ne, genau, dann müssen wir uns hier nur noch was überlegen. Und weil wir jetzt eh noch ein paar Sekündchen, gönne ich euch mal kurz hier, wie ich das kurz baue, ne, hier mal eben da ein bisschen das hinten begrenzen, ne. So, perfekt, go. Wunderschön. Ich habe zwar keine Musik gehört in irgendeiner Form. Speichern. Deswegen werden wir das ganz einfach machen. Wir werden jetzt nochmal eine Map laden, wo ruhig ist und hören uns das nochmal vernünftig an. Ja, so, das ist ja katastrophal. So, jetzt können wir das auch mal ein bisschen genießen, Jungs. Ne, hier ist schön dunkel. Ich drücke mal auf Play. Ne, ich mache das Menü weg und go. Wunderschön. Das ist doch cool. Mensch. Das ist cool. Das einzige Problem, was wir noch haben, ist, ich nutze Feuerwerk. Das Problem ist, Feuerwerk, da gucken alle Gäste hoch. Das ist natürlich scheiße, aber man muss halt Kompromisse machen. Ne? Aber ich finde es richtig cool gelungen. Ist gut gelungen. Ich finde, das kann man so lassen, oder? Das sind ist eine vernünftige Show, ne? Ich spiele jetzt einfach nochmal. Laber mal ein bisschen drüber, ne? Auch mit den Feuereffekten, so manche Eyecatcher, auch die Lampen die ganze Zeit.
fantastisch. Und fusch und weg. Und wunderschön. Wunderschön, Jungs. Wunderschön, ne? Boah. Ihr Liebs, ich finde, es ist gut geworden. Ich bin der Meinung, das kann man so lassen. Das könnte man dem Thunderlos so lassen, finde ich, als sehr schöne Show, oder? Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß mit der etwas anderen Folge, weil es halt schwierig, so eine Show zu bauen, um euch das in Speedbit mitzubringen. Ich wünsche euch damit noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Und damit noch tschüss und miau, ciao.